So, und weiter geht's. Mehr Öl wird benötigt. Unser Angriff findet statt. Unsere Flotte hat sich erfolgreich zurückgezogen, zumindest der größte Teil davon, wie es aussieht. Können wir irgendwas machen, was uns im Moment wirklich hilft? Wir bekommen für nichts davon noch Fabriken oder sowas. Suez beschützen, naja, wird nicht viel bringen, aber probieren kann man es ja. Wie viele Divisionen hat eigentlich Deutschland geschätzt? Okay, Deutschland hat gar nicht mehr so viele Divisionen. Vielleicht waren die ganzen Divisionen, die wir an ihren gescheiterten Flotteninvasionen vernichtet haben, ja doch gar nicht mal so unnütz für uns. Schon langsam wendet sich alles zum Guten. Und inzwischen haben wir auch ein paar Fighter, die wir hier mal wieder einsetzen könnten, um zu versuchen, in Nordfrankreich uns noch ein bisschen zu helfen. So. Hier auch die neue 1942er Technologie, bitte. Wir haben immer noch genug Infanterie-Equipment, erstaunlich. Dann fangt doch gleich mal wieder an, ein paar Infanteristen zu rekrutieren. Das sind eh noch immer die guten Divisionen. Ja, das sind die guten Divisionen. So, hier an die 30 neuen Divisionen. Und die Deutschen landen in unserem Rücken. Da trennen wir doch sofort eine Truppe ab. Wie kann ich das jetzt am besten lösen? So vermutlich. Genau, die probieren jetzt mal hier hinzugehen. Jetzt sind sie eh gelandet. Dann ist ja egal. Versucht mal hier die Deutschen ein bisschen aufzuhalten, noch wenn geht. Wenn möglich, bitte aufhalten. Okay, da werden wir mehr Truppen brauchen. Schicken wir hier einfach gleich mal einen Blob hin, damit das uns jetzt nicht gefährdet zu sehr. Jetzt müssen wir dann gleich irgendwie durch die Maginot-Linie durchkommen. Wenn das nicht hinhaut, dann bauen wir hier eine Verteidigungslinie auf und versuchen durch Italien durchzulaufen. Und das will vermutlich nicht hinhauen. Ich bin immer so negativ eingestellt. Was bauen wir an neuen Schiffen? Ja, keine Ahnung, ich hätte eigentlich gern mal ein neues Schlachtschiff. Also probiert mal ein neues Schlachtschiff zu bauen. Vermutlich ein bisschen eine unmögliche Aufgabe, aber egal. Hey, ist hier gerade die Linie offen, um die Maginot-Linie zu durchbrechen? Das wäre natürlich ganz famos. Ich hätte sehr gerne ein kleines Stück von der Maginot-Linie. Aber ja, wir haben im Prinzip Frankreich im Wesentlichen zurückerobert. Bisschen was fehlt natürlich noch, aber ja, 1942 Frankreich zurück. Gar nicht mal so schlecht, Leute, gar nicht mal so schlecht. So, kommt schon. Seid bitte, bitte schnell genug. Und ja, ich glaube, wir schaffen es, dass wir durch die Maginot-Linie durchbrechen. Was natürlich ganz wunderbar ist.
Ja, Leute, das sind vielleicht ein paar viele Divisionen, die ihr hier unten habt. Die könnten doch auch was Sinnvolles machen und nach Deutschland einfallen. Genau, und ein paar bleiben zurück, um dieses Encirclement zu beschützen. Das wäre dann doch auch noch ganz wichtig. So, was mangelt es uns im Moment am extremsten? Außer alles, nehme ich mal an. Eigentlich immer noch die Artillerie. Können wir denn, ja, schickt mir einfach schon mal die nächsten Divisionen los. Das heißt, ihr macht wieder einen Convoy Escort. Gibt's ja nicht, wie schlecht wir hier schon wieder gegen die Deutschen abschneiden. Okay, wisst ihr was? Dann machen wir es wirklich so, dass wir jetzt hier im Norden eher mal das alles einer Kampfgruppe übergeben. Und der Rest versucht im Süden weiter vorzurücken. Türkei wäre sicher auch nicht unnütz. Im Süden sieht es ja ganz gut aus mit unserem Durchbrechversuch. Wer? Oh toll, jetzt kommt dann gleich Japan und hüpft uns in den Rücken mit Schwung. Naja, okay, komm, hier Atomtechnologie wäre vielleicht gar nicht unnütz. Und wir dürfen immer noch nicht mehr Manpower haben? Nein, natürlich nicht. Sollen wir die Angriffe im Norden abblasen, um nicht zu viel Equipment zu verschwenden? Was ist jetzt passiert? Irgendwas Großes muss gerade passiert sein, keine Ahnung. Hier könnten wir doch vielleicht mal versuchen. Oh, die Japaner sind, glaube ich, massiv am irgendwas tun gerade. Wieso haben die Deutschen hier immer noch Truppen im Einsatz? Oder sind das nur Flotten? Unsere Verluste werden halt natürlich nicht niedriger im Moment. Ja, ihr hört vielleicht mal auf, so hardcore zu pushen da im Norden, weil das bringt eh nicht so viel im Moment. Und der südliche Vormarsch ist eigentlich der wichtigere. Jetzt gerade zumindest. Hätte ich mal behauptet. So, ihr versucht mal den Vehicle Pool zu füllen und wir brauchen noch mehr Artillerie. Und mehr Schiffe können wir auch bauen. So, ganz egal, einfach hier irgendwas. Und dann bauen wir noch mehr Anti-Aircraft Guns. Weil da brauchen wir auch im Moment relativ viele von. Und dann wagen wir es vielleicht hier mal, die Recruitable Population von dem wegzugehen. Und gehen hier stattdessen auf die War Economy, damit wir einfach wieder Manpower haben und nicht deshalb erst verlieren.
weil das wäre echt ärgerlich. So, den schnellen hier will ich. Na, das hat auch wieder mal nicht hingehauen, natürlich. Gibt es hier keine... hier gibt es ein Loch in der feindlichen Linie. Ah, das ist jetzt eine heikle Frage. Sollen wir das Neue... Versuchen wir mal mit einer Linie das neue Equipment. Okay, so viel verlieren wir nicht an Produktionsschnelle. Dann bauen wir lieber mal das neue Equipment, einfach weil es auch stärker ist natürlich. Und jetzt, dass sich diese Truppen mal ein bisschen gesammelt haben und so weiter, sollen wir vielleicht mal wieder versuchen, ein bisschen durchzurücken. Auch im Norden. Vielleicht funktioniert es ja. Ich würde auch sagen, im Moment, ganz ehrlich, wenn Indien überrannt wird, dann wird eben Indien überrannt. Hauptsache, wir gewinnen in Europa. Und das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus zum Thema Gewinnen in Europa. Jetzt würde ich fast sagen, dass wir doch wieder dem nördlichen Vormarsch ein paar zusätzliche Truppen zur Verfügung stellen, damit der auch weiter gut vorrücken kann. Aber ja, wir marschieren vor gegen die Achse. Undeniably. Hier die besseren Truppen. Hier die 1942er Technologien. So, nein, das wollte ich nicht. Sondern hier. Das wollte ich. Support Equipment ist auch massiv im Mangel. Okay. Ja, wie sieht es jetzt fabriktechnisch aus? So viele Militärfabriken habt ihr ja auch gar nicht mehr. Also ich glaube, dass dieser Angriff durchaus erfolgreich sein wird insgesamt. Und wir die Deutschen demnach besiegen werden. So, wisst ihr was, damit wir jetzt hier nicht dauernd bei der Navy irgendwas herumklicken müssen, bauen wir einfach hier unbegrenzt viel von allen Schiffen. Dann sollte das ganz gut gehen. Dann, ja, warum nicht mal Malta in Voraufbauen. Japan hat den Niederlanden den Krieg erklärt. Okay, ihr könnt gerne bei uns mitmachen, Leute. Denn dann haben wir hier eine neue Front gegen die Deutschen jeden Moment. Und wir haben Rom eingenommen. Oh, das hätte ich nicht klicken dürfen. Das hätte ich nicht klicken dürfen. Ich bin so ein Idiot. Okay. Alle Truppen, die wir irgendwo in Asien haben, versuchen diese Frontlinie ein paar Tage lang zu halten. Mehr als ein paar Tage erwarte ich mir auch nicht. Ihr seid wirklich maximum aggressiv am Pushen? Kommt mir im Moment nicht so vor. Aber naja. Und hier versucht ihr auch gerade mal wieder zu landen. Na komm, 3 Divisionen, da können wir verzichten. Können wir denn jetzt die Manpower-Laws endlich mal ändern? Ja! Oh, und das dürfen wir dafür aber jetzt nicht mehr tun. Na super. Naja, immerhin mal genug Manpower für die nächste Zeit. Und die Niederlande gehören uns. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Ihr beteiligt euch alle an diesem Angriff. Oh, ihr beteiligt euch alle, wie gesagt, an diesem Angriff. Mit Ausnahme von hier ein paar Divisionen und hier ein paar Divisionen, die jeweils die Encirclements aufrechterhalten. Ja, ich glaube, die deutsche Landung hier oben ist mir im Moment einfach egal. Aber wir brauchen sicher mehr Infanterie-Equipment, mehr Support-Equipment und mehr Artillerie.
Gut, hier könnten wir auch die Frontlinien mal ein bisschen vereinfachen, indem wir sagen, ihr schließt euch diesem Angriff an und ihr hört damit mal auf hier, sondern ihr kümmert euch um Italien weiterhin. Nicht, dass uns die jetzt irgendwie Großbritannien hier wegschnappen und wir deswegen dann verlieren, das wäre echt ärgerlich. Aber ich glaube, wir haben eh schon so gut wie gewonnen gegen die Deutschen. Ich sehe nicht, wie die unseren Angriff jetzt im Moment noch aufhalten können. Ihr braucht übrigens auch echt nicht ganz so viele Truppen. Da wäre es schon wichtiger, dass dieser Vormarsch eben weiter gut vorankommt. So, ich will fast nicht... Okay, ich will vielleicht doch hinsehen, weil so schlimm sieht es ja hier gar nicht aus gegen die Japaner. Gut, dann versuchen wir mal bessere Artillerie herzustellen. Wenn man sich nicht dauernd verklicken würde. Bessere Artillerie, sagte ich. Und das könnten wir jetzt auch echt mal updaten. Einfach mal überall das neueste Equipment wirklich produzieren. So, die deutsche Landung ist auch anscheinend abgewehrt. Damit hören wir mal auf, die zu bauen, weil das sieht nicht erfolgreich aus. Ihr versucht vielleicht mal hier vorzurücken. Nein. Nein, 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 nein. So, ihr hier, Frontlinie, genau da drauf und nach Palermo gehen. Das wäre der Plan. Du gehst bis da runter. Ja, Achse ist zur Hälfte, also schon den halben Weg zur Kapitulation der Achse haben wir geschafft. Wie es aussieht. Ganz wunderbar. Ihr Einheiten schließt euch nochmal dem nördlichen Angriff an. Der kann immer mehr Einheiten gebrauchen. Ah ja, das ist der ist hier auch schon Feindgebiet, hätte ich fast vergessen. So, die 220. Vielleicht fangen wir hier nochmal kurz einen neuen Angriff an, damit wieder eine neue Welle startet. Mir kommt zumindest vor, wenn man die Angriffe kurz abbricht und neu startet, dass dann mehr getan wird. Und die Amis. Können wir die Amis denn in die Fraktion einladen? Ihr habt eure eigene Fraktion gegründet, ihr Idioten. Oh, nein, ihr seid bei mir dabei. Okay, da bin ich ja beruhigt. So, jetzt haben wir also so gut wie wirklich gewonnen, denn jetzt haben wir die Industrie der Vereinigten Staaten in unserer Fraktion dabei. Und die Philippinen dürfen wir zur Fraktion einladen. Sehr schön. So, egal, irgendein National Goal. Mir ziemlich Wurst. Okay, alle Einheiten, die hier im Pazifik von den Amerikanern jetzt herumstehen. Die Einheiten, die in Amerika Mainland stehen, dürfen mal da beitreten. Ihr dürft in Asien mithelfen. Ihr alle wiederum da dazu. Wo gibt's noch? Hier gibt's jede Menge Divisionen. Die dürfen alle der Asiengruppe beitreten. Hier gibt es noch Divisionen. Alles zur Asiengruppe, bitte. Auch ihr zur Asiengruppe. Okay, das waren mal alle Divisionen. Und alle Ami-Schiffe
dürfen, ihr habt es erraten, mithelfen, in Europa zu gewinnen. Insofern sie es denn hier bis hier rüber schaffen können überhaupt. Aber ja, alle Schiffe, die können, fahren mal nach Dover. Und wir haben ja sicher jede Menge Fabriken jetzt. Jede Menge zivile Fabriken auch. Sehr, 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 sehr gut. Dann baut man mit denen allen mal mehr Militärfabriken quer durch die USA und Kanada. Und dann auch im Rest von Großbritannien. Und Frankreich ist inzwischen ja auch echt gut abgesichert. Da kann man es auch wagen, Militärfabriken aufzubauen. Und die Niederlande gehören auch uns. Sehr schön. Und die ganzen Reparaturen, dafür verschwenden wir jetzt die nächste Zeit mal bitte keine Fabriken. Okay, die Achse hat es hier wohl geschafft zu landen. Nicht weiter tragisch, können wir alles schnell ins Meer zurückwerfen, sicherlich. Ach ja, und hier, Fabriken. Erstmal hätte ich gesagt, wir setzen eine zweite Linie Fighter auf, damit wir davon auch irgendwann wirklich genug haben. Panzer haben wir wohl alle genügend im Moment. Support Equipment fehlt uns noch. Anti-Air brauchen wir mehr. Und Motorized brauchen wir auch mehr. Dann Ressourcen haben wir. Oh, handeln wir jetzt ja eh nicht mehr. Ja, haben wir jetzt auf jeden Fall genug von jeder Sorte. Dann neue Schifflein können wir bauen. Okay, wir bauen schon Battleships, Heavy Cruiser und Battle Cruiser. Light Cruiser und Destroyer. So wie U-Boote. Fehlt da irgendeine Klasse? Light Cruiser, Heavy Cruiser, Heavy Cruiser, Battle Cruiser, Battleship. Nein, dann hätte ich gesagt, wir bauen einfach noch mehr Battleships. Und noch, keine Ahnung, mehr von den Battle Cruisern hier. Und noch mehr? Okay, dann bauen wir auch noch mehr Heavy Cruiser. Und noch mehr? Okay, dann bauen wir auch noch mehr Light Cruiser. Ach du Scheiße, wie viele Dockyards hatten bitte die Amerikaner? Naja, dann baut doch noch mehr Destroyer. Und mehr U-Boote. Mehr von eh allgemein allem anscheinend. So, jetzt sind wir hier mal am Ende. Genau, und das joint dann alles natürlich auch der Royal Navy. Royal Navy, Royal Navy, Royal Navy. Royal Navy. Und Royal Navy. So, alles ist auf Royal Navy eingestellt. Sehr schön. Okay, Siam ist den Japanern beigetreten. Das ist eher schlecht, weil es uns hier eine neue Front aufwirft. So, ja, aber wir kommen Berlin immer näher. Sehr, 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 sehr gut. Wann gibt es eigentlich neue Schifflein? 1944 erst. Wobei hier könnten wir noch. Aber da bauen wir eh sicher schon die guten. Nein, neue Schifflein brauchen wir eigentlich nicht. Vielleicht mal neue Naval Tactics ein bisschen. Wäre gar nicht so schlecht. Haben wir auch wieder ein paar Ami-Schiffe hier neue und Ami-Flugzeugträger.
Da könnten wir ja auch mal ein paar Carrier Fighter vielleicht zu bauen beginnen. Und dann auch marinemäßig neue Carrier dazu bauen. Und stattdessen hier vielleicht ein paar weniger von euch zum Beispiel bauen. So, können wir denn hier zufällig Berlin rushen? Okay, das wird nicht mal ausreichen, um den Krieg zu gewinnen, der Rush auf Berlin. Hier rücken wir auch gegen die Japaner vor, sehr schön. Ja, und wir bauen jede Menge neue Militärfabriken fleißig. Wir haben die Philippinen dazu bekommen. Die eine Truppe, die die Philippinen hatten, darf hier mithelfen zu verteidigen. Gegen die japanische Macht. So, Berlin haben wir, wunderbar. Ja, also den Deutschen, die Deutschen haben wir dann sehr, sehr bald sicher geschlagen. Sorry, geschlagen, will ich nur sagen. Hier vielleicht nochmal sicherheitshalber die Frontlinie ein bisschen verlegen, damit wir auch wirklich ganz Deutschland alle wichtigen Gebiete zumindest übernehmen. Rom sollte möglichst nicht unabhängig sein. Und wen haben wir hier? Belgien. Darf natürlich gerne bei uns mitmachen. Ja, darf gerne mitmachen, wie gesagt. Und gerne in den Kriegen teilnehmen. Und nein, die Truppen bekommen wir ja jeden Moment geschenkt. Ja, da macht das Spiel dann auch gleich wesentlich mehr Spaß, wenn man wieder mal am Gewinnen ist. So, was fehlt uns denn im Moment am meisten? Ich hätte fast gesagt, die Trucks gehen uns am meisten ab jetzt im Moment. Dann machen wir davon mal ein paar mehr noch. Und anscheinend noch gleich ein paar mehr. Ja, immer mehr Schiffe schaffen es, sich durchzuschlagen nach Dover. Nachdem wir wieder ein paar gute Schiffe dabei haben, könnten wir vielleicht sogar mal wieder eine Search-and-Destroy-Mission hier starten. Wobei die Deutschen ja eh jeden Moment kapitulieren, also ist es eigentlich egal, aber komm. Ist eben egal. Hier bitte Anzio zurückerobern, damit dann auch die Achsen bald besiegt sind wirklich. Und hier bitte schnell vorrücken in Richtung Königbergs und Danzig. Das sollte dann ausreichen vielleicht, um die Achsen schon zu schlagen. Genauso Breslau, aber das haben wir eh jeden Moment. Und sie haben kapituliert. Wunderbar, 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 wunderbar. Das heißt, so, wir holen uns hier noch ein paar mehr Punkte und taken, ein paar mehr Punkte, taken alle Achsenstaaten. So, ja, ich hätte fast gemeint, wir haben so gut wie gewonnen. okay, ihr schließt euch der Truppe an und ihr paar Leute hier baut eine neue Truppe auf, die bekommt einen guten Field Marshal, ihr bekommt, okay, so einen guten anderen Field Marshal haben wir gar nicht mehr. Nein, kommt hier Montgomery, kommt hier rein. Und hier ist schon ein guter Field Marshal drinnen. Ihr schließt euch der Truppe an. Ihr schließt euch noch der Truppe an. Die Japaner sind hier sowieso keine Bedrohung in Europa. Und ihr schließt euch noch der Truppe an. 102 Truppen hier. 236 Truppen hier. Ah, das war wieder mal falsch. So, weg damit. 236. Bauen sich hier ihre eigene Frontlinie. Genau, das wäre mal
der Plan für die nächste Zeit. Panzer sieht alles gut aus. Mehr Flugzeuge könnten wir sicher gut brauchen. Einfach noch mehr Fighter, um auch die Luftkämpfe in Asien dann hier zu gewinnen. Dann die paar, was wir hier haben, lösen wir mal alle auf. Und versuchen hier stattdessen, hier Luftüberlegenheit irgendwie zu schaffen. Hier mal 200 Fighter rein. Und packt hier mal 200 Fighter rein. Das wird schon zu weit weg sein. Hier sogar 800, wunderbar. Okay, das war jetzt dann doch zu viel. Hier nochmal 200 weniger. Passt. Und haben wir hier im Norden noch einen Flughafen? Hier gibt es noch einen. Dann packt bitte hier die 200 Spitfires rein. Dann assignen wir hier alles, was wir haben. Um hier mal die Luftkämpfe zu gewinnen. Und hier können wir eh nichts mehr dann assignen. Beziehungsweise, ja, ein paar dürfen schon hier auch mithelfen. Wunderbar. Dann... ja, wir werden mehr Fighter noch brauchen. Noch eine neue Linie, sicherheitshalber. Die Panzer scheinen ja ganz gut zu sein im Moment. Die Anti-Air-Guns brauchen wir noch ein paar mehr. Was haben wir noch? Mangel. Eigentlich nur von den Anti-Air-Guns im Moment. Dann, ja, trainieren wir einfach wieder ein paar Infanteristen, hätte ich gemeint. Die hier irgendwo in Großbritannien starten dürfen und sich dann hier einer der Asientruppen anschließen dürfen. Und wir machen gleich ein paar mehr. Nämlich so ungefähr so viel. Sieht gut aus. Wunderbar. Ja, und dann fangen wir vielleicht eine neue Folge an.